Viele Zeitgenossen glauben, dass es nur das gibt, was sich prinzipiell mit den Mitteln der Naturwissenschaften erklären oder beschreiben lässt. Es gibt aber auch Menschen, die das für einen großen und gefährlichen Irrtum halten. Um hier weiterzukommen, muss man fragen, was sind denn überhaupt Naturwissenschaften? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, Naturwissenschaften sind nicht einfach hin Wissenschaften, sondern es gibt Wissenschaften, die sich mit anderen Gebieten als die Naturwissenschaften beschäftigen und auch andere Methoden dazu anwenden. Wenn man überlegt, was eine Wissenschaft als Wissenschaft ausmacht, kommt man wohl dazu, dass es zum einen um die methodische und systematische Erkenntnissuche geht und zum anderen um die Verpflichtung auf gewisse Werte und Ideale. Solche Werte sind Wahrheitssuche, sind die Bereitschaft, sich nach den besten Argumenten zu richten, sie überprüfen lassen von anderen und Dingen auf den Grund zu gehen, nach Erklärungen zu suchen für diese Dinge. Wenn man jetzt in einer einfachen Weise zeigen will, was Naturwissenschaften noch einmal speziell auszeichnet, kommt man wohl zum einen dazu, dass Naturwissenschaften mit Experimenten arbeiten. In Experimenten unter Laborbedingungen werden bestimmte Phänomene hervorgebracht, Effekte beobachtet, die sich unter den gleichen Bedingungen immer wieder hervorbringen und beobachten lassen. Allerdings setzt dies voraus, dass die Wirklichkeit in irgendeiner Weise regelmäßig und konstant ist. Und das lässt sich allein naturwissenschaftlich nicht mehr beweisen. Denn naturwissenschaftliche Erklärungen arbeiten immer mit mindestens einem Naturgesetz, mit einer Naturgesetzformulierung. Das setzt ja aber gerade voraus, dass die Welt regelmäßig und in irgendeiner Weise geordnet ist. Also jede naturwissenschaftliche Erklärung müsste das gerade voraussetzen, was sie erst noch beweisen will. Naturwissenschaften können also nicht die einzig mögliche Erkenntnisform sein, sonst können sie sich selbst nicht mehr rechtfertigen. Ähnlich steht es mit dem zweiten Charakteristikum von Naturwissenschaften aus, nämlich der Möglichkeit, sie in der Sprache der Mathematik zu formulieren. Ich kann selbst nicht mehr naturwissenschaftlich zeigen, dass es angemessen ist, unsere Erkenntnisse über die Wirklichkeit mithilfe der Sprache der Mathematik zu formulieren. Ich kann nicht zeigen, dass diese Sprache prinzipiell der Wirklichkeit angemessen ist. Ich kann es jedenfalls nicht rein naturwissenschaftlich zeigen. Deswegen wäre es auch hier nicht angebracht, Erkenntnis oder Wissen allein auf Naturwissenschaften zu reduzieren. Schließlich gibt es Phänomene aus unserem Alltagsleben, die sich nicht naturwissenschaftlich erklären lassen. Ich kann nicht naturwissenschaftlich erklären oder beschreiben, wie es ist, Vanilleeis zu schmecken. Ich kann vielleicht die neuronalen Vorgänge beschreiben, das, was im Gehirn vorgeht, aber dies ist etwas anderes als der Geschmack von Vanilleeis. Ich kann auch nicht erklären, mithilfe der Naturwissenschaften, warum es moralisch besser ist, Menschen zu helfen, als Menschen auszubeuten. Warum es verkehrt ist, Menschen allein aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Rasse zu diskriminieren. Deswegen würde eine Reduktion der Erkenntnisse und Überzeugungen, die wir haben, allein auf das Gebiet der Naturwissenschaften ein vernünftiges Leben unmöglich machen.